Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Christmas Stories, der Weihnachtszug. Zusammen wieder mit Conny. Genau, wir sind wieder beide mit am Start hier und es freut uns, dass ihr mit dabei sein möchtet. Und genau, wir haben dieses Rätsel hier noch vor uns. Wir sind immer noch dabei, ja, Tommy zu helfen, denn er soll etwas Schlechtes getan haben. Er ist ausgebüxt von zu Hause, um bei seinem Vater auf der Arbeit zu sein, damit der nicht so einsam ist. Eigentlich netter Gedanke von dem Jungen, aber es wird als schlecht angesehen, weil er einfach ausgebüxt ist. Ja. Genau. So ist das manchmal. Wir müssen die jetzt hier zusammenbringen. Ich bin gerade irritiert, warum da... Okay, jetzt ist es weg. Du hast hier eben wieder Käse reingepfiffen, das habe ich beobachtet. Wir müssen die zusammenbringen. Ja. Schauen wir mal, wie wir das wieder bewerkstelligen. Genau, wir müssen hier ein bisschen schauen. Ich glaube, das war gut so. Ich glaube, der muss irgendwie da rüber. Ja. Also dieses Rätsel hatten wir auch schon mal. Also bis hierhin haben wir schon gespielt. Also das kennen wir. Allerdings weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Ich glaube, wir verschieben den Weihnachtsbaum. Ja, der Weihnachtsbaum war ganz nach links. Und dann war das auf jeden Fall. Und dann haben wir, glaube ich, die Eisenbahn zusammengefügt. Genau, das kommt da runter. Und ja. So war das. Dann kann man die anderen nämlich ganz locker zusammenführen. Diesmal hat es wunderbar geklappt. Genau, und wir müssen das dreimal insgesamt machen. Also das ging hier eigentlich auch gut von der Hand, fand ich. Die konnte man einfach zusammenschieben. Ja. Und die mussten wir dann, ja, in einer Dreierkombination wieder zusammenbringen. Genau. Das ist jetzt nicht so schwer gewesen. Jawohl. Muss man eigentlich jetzt nur runterholen. Muss man jetzt nur aufpassen. Und dann hat man das auch schon. Super gemacht. Ja, hier muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Das obere geht eigentlich ganz leicht. Bloß hier an den Ecken muss man ein bisschen aufpassen. Die kann man jetzt zusammen. Die Lollis zusammen. Oh, habe ich gerade einen Fehler gemacht? Ich glaube, der eine Lolli. Jetzt habe ich gerade einen Fehler gemacht. Machen wir nochmal. Ah, okay, ich muss nicht alles von vorne machen. Ah, da war noch ein Lolli. Okay, das sind drei. Ja. Ah, so war das. Alles klar. Dann müssen wir das nämlich so machen. Haben wir die Geschenke zusammengefügt und, glaube ich, sogar die Eisenbahn. Genau, und hier unten muss man jetzt ein bisschen schauen, einfach nochmal. Ich glaube, die Geschenke konnte man zusammenführen. Ja. Und dann die Eisenbahn. Genau. Auch schön. Das hat man dann auch schon zusammen. Also eigentlich ist es ein ganz schönes Rätsel, wenn man weiß, wie das geht. Sieht so einfach aus, ist aber erstmal tatsächlich mit Kopf. Wobei, wir hatten eher Schwierigkeiten bei dem ersten. Ja. Die zweite und dritte gingen so gut von der Hand. Da haben wir die Möhre und ein Piepmatz. Aber noch viel Zeug dabei, was mir gefallen hätte. Das dürfen wir leider nicht mitnehmen. Ja. So ist es meistens. Genau, der bringt uns auch einige Dinge, der kleine Kuckuck. Da ist der Vogel auch wieder zu Hause. Genau, ich fand das hier so schön. Das ist so ein bisschen Buntglas. Finde ich auch sehr schön. Ein sehr schöner Schrank. Genau, das Rädchen gehört hier rein. Aber da brauchen wir noch was. Da kommen wir so nicht rein. Der kriegt erstmal seine Karottennase. Und dann kriegen wir auch endlich diese Sachen. Ach. Ein Türgriff. Das ist jetzt zielführend wahrscheinlich. Führe den Zug von links nach rechts, räume den Weg frei, indem du die anderen Elemente bewegst. Wähle einen aus und ziehe es, um es zu bewegen. Genau, oder anders gesagt, es ist einfach ein Schieberätsel mal wieder. Nicht meine Stärke, sei ganz ehrlich. Auch nicht meine Stärke, nicht wirklich, nein. Nur muss ja auch nicht immer sein. Man kann ja nicht alles. Wir probieren das jetzt einfach.
Wie gesagt, der muss hier durchfahren. Ich finde die Motive aber sehr süß, muss ich sagen. Die kleinen Weihnachtsbären. Die finde ich sehr süß. Und die Candies, die sind ja sehr lecker. Genau. Müssen wir uns mal ein bisschen durchfriemeln jetzt. Kann auch sein, dass wir noch ein bisschen länger brauchen. Ein paar Versuche oder so. Ich schau dir erstmal ein bisschen zu und versuch dann zu helfen. Ja, das kriegen wir irgendwie hin. Ein bisschen schauen hier. Mal gucken. Die Bären weg. Das müssen wir alles irgendwie jetzt. Das ist sehr eng. Das ist wirklich sehr eng. Irgendwie. Ja. Schaut aber sehr gut aus schon. Aber ich mag Schieberitzel trotzdem nicht. Das ist echt ein Graus. Das ist echt. Muss man gucken. Gut, das bringt mir hier jetzt, glaube ich, nichts. Ja, vielleicht, ja, genau. Der kommt auf jeden Fall runter. Und wir haben's. Und wir haben's. Er fährt ein. Super. Oh, ich dachte, wir müssen das jetzt nochmal machen. Ja. Das wäre jetzt nicht so schön. Ist hier irgendwas? Das bewegt sich alles. Das bewegt sich alles, aber da... Ich kann auch brachiale Gewalt anwenden, um das zu öffnen. Ich habe eine Stimmgabel. Naja, ja. Keine Ahnung, ob es dafür ist. Brachiale Gewalt? Naja, okay. Gemein. Die schöne Kiste. Was haben wir hier? Wir haben so Schläger, ne? Aber der ist fertig. Der wird, glaube ich, für das Geschenk. Ja. Das können wir öffnen. Das ist vom Onkel. Achso, übrigens ist das jetzt auch wieder blind. Also, das kennen wir jetzt alles nicht, was jetzt hier passiert. Die Schuhe? Ich glaube, das ist hier für... Ah ja, die brauchen wir auch, wenn wir in den Wald wollen. Genau. Aber sehr schöne Dinge, auch die Schneekugel von Paris. Oh. Auch sehr schön. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier hinter ist. Die Tür offenbart sich. Ein Wimmelbild, oder? Das ist ja süß. Oh, schaut mal, da ist ein Familienfoto. Dann sind hier so Basteleien, vielleicht vom Kind. Oh, die sind süß. Auch der kleine Bär mit der Weihnachtsmütze. Und das Herz ist hier. Ja, das ist das. Das ist das Herz. Das ist schön, dass man sowas suchen darf. Ich habe den hier gesehen, den Elch. Ich glaube, sind es auch die Schuhe gleich? Oder sind die klein? Ich glaube, das könnten auch so kleine sein, weißt du? Dann nehmen wir den Stern. Ach, so ein Zauberstab ist das, cool. Ist das. Ja, auch nicht so richtig. Ach, hier, die Figur, die dürfen wir wirklich mitnehmen. Oh, süß. Habe ich noch gar nicht gesehen, dass wir die mitnehmen dürfen. Das ist ein Tier. Entschuldigung, habe ich zu schnell gesehen. Da ist der Schlittschuh. Der war da oben. Klein. Ah, ja. Das Weihnachtsbild ist hier auch schön. Oh. Okay, da war was unter. Da ist ein Piepmatz, oder? Ach, den brauchen wir gar nicht. Nee. Den fand ich nur toll. Mal wieder. Was brauchen wir eigentlich noch? Ein Schneemann? So eine Art Sonne? Glöckchen? Dann so ein Wichtelschuh, der ist hier. Ach, das ist wirklich so ein großer diesmal. Okay. Und so eine Schleife noch. Sind da Schleifen? Nee. Da auch nicht. Die hier. Okay. Das sind aber sehr viele Schleifen hier. Aber den Vorhang finde ich auch süß. Ich habe mal geguckt, ob da das Glöckchen ist. Da. Nee. Einiges ist auch versteckt. Da muss man auch... Ach, schade, die bimmeln gar nicht. Ich dachte, das bimmelt. Die Sonne. Hinter dem Bild vielleicht? Guck mal, das ist eine Eule. Ja. Schön gemacht. Kann man es öffnen? Nein. Hinter dem Bild ist nichts? Nee, leider. Achso, es bewegt sich nur. Weihnachtsmütze. Habe ich schon. Mhm. Oh, haben wir erschrocken. Also. Hab gerade gezuckt. Das wird ein Pferd, ne? Ja. Und das ist so eine Art Sonne. Wo ist die Sonne? Ist die versteckt oder ist die hier irgendwo? Ah, hier, da. Ist sie im Korb. Gut versteckt. Sehr. Es fügt sich zusammen zu einem wunderschönen Pferd. Gut, das ist nämlich hierfür. Jawohl. Und glaube ich, wir haben auch alle Sachen dafür, dass wir in den Wald... Oh, Fledermäuse. Der Wald ist finster und gruselig. Wir haben auf jeden Fall die Laterne. Weiß ich nicht. Ja, die auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, das hier. Finde zwei Brücken. Da ist Nummer 1.
Und die zweite ist hier. Das ist immer niedlich, wie Kroni versucht, darauf zu zeigen. Ich meine, ich sehe das, aber ihr ja nicht. Das ist immer ein bisschen süß. Finde die vier Steine. Einen habe ich. Dann ja, zwei habe ich auch. Den hier und dann, ja. Genau. Er zeigt drauf. Jetzt habe ich nicht mehr drauf gezeigt. Finde zwei Feuer. Da. Er zeigt immer noch drauf. Vier Eicheln. Man zeigt drauf. Ich nehme die hier. Eichen. Das wird Eichen. Nicht Eicheln. Ich habe Eicheln gesagt. Okay. Ja gut, die sind jetzt auch nicht so schwer zu finden, ne? Ich muss ja einen Schluck trinken. Das ist schön bunt geworden. Tommy, bin ich froh, dass ich nicht umsonst so weit gelaufen bin und ich sehe den Bären nicht. Ich will nochmal was gucken. Nach den Sammelobjekten. Können wir das mit den Stimmgabeln nicht aufbrechen, glaube ich. Das oder? Weiß ich nicht, glaube nicht. Nee. Hätte aber funktionieren können. Siehst du, da ist wirklich was. Die Eisenbahn. Ah, okay. Eine Eisenbahn. Ja, weil es stand hier einfach so rum. Ich glaube, dann gibt es nur noch ein Objekt in dieser Szene und dann kommen die anderen zwei Geschichten. Jeder hat drei Objekte zu sammeln, glaube ich. Also hier ist auch noch was. Sieht man sogar auf der Karte. Aber wir brauchen ja eh noch was von ihm, ne? Ja, wir haben aber nichts. Ah, ein Puzzle. Okay. Das war hier. Das habe ich gar nicht gesehen. Habe ich wirklich nicht gesehen. Aber sehr schön. Aber ich kann hier wohl noch zurück. Das habe ich nur aus dem Augenwinkel gerade gesehen. Geschenke. Hier sind Geschenke, warum auch immer. Ist ja wie Ostern. Ich finde, das sieht voll schön aus. So dicker Schnee, das kennt man hier gar nicht. Oh! Süß. Oh. Dann nehme ich das halt. Ey, warte mal. Ich komme da gleich hinterher, du. Komm da raus. Hallo? Süß. Nein, ich schaff das. Komm da raus. Er hat ein bisschen aufgelassen. Da passen wir durch. Wie süß. Die Leuchtpistole ist kaputt. Ich muss sie reparieren, um eine Waffe gegen den Bären zu haben. So können wir nicht mit ihm reden? Nö. Witzig. Reden wollen wir mit ihm nicht. Nö. Aber... Er ist ja auch eingefroren. Ach ja, er ist eingefroren. Der Doofi. Da. Ah. Jetzt aber, gib mir das endlich. Stimmt, er ist ja eingefroren. Seil? Jetzt die Schaufel. So, jetzt kommen wir aber hinterher, du. Süß, wie er sich da verbuddelt hat. Ach, unser Bruder. Hingeht. Hopp. Aber sieht er rein drauf? Oh, pass auf dich auf. Süß. Niedlich. Schlagstück. Okay. Braucht er das vielleicht, das Schlagstück? Er braucht die Waldkarte. So. Ah ja, okay. Das kommt dazu. Und das. Okay. Noch was? Die Waffe ist wieder geladen. Okay, das haben wir. Okay. Was will der jetzt wieder? Congratulations, Gretel. You're almost finished with the first story. With two more tales ahead. But I am impressed by your sense of purpose and bravery. I'm delighted to see that you've almost rescued the boy. But the trouble is that there's a scary bear in the forest. Da ist der Bär. Da ist der Bär. Oh. Okay, du hast gelb gerade. Gelb haben wir drin, das kennt man. Ich mag das. Das ist schön. Nochmal gelb, ist gemein. Gelb ist gerade nicht da. Jetzt. Bumm. Grün. Genau, das müssen wir ein bisschen aufhalten hier, indem wir die... Ich brauche was Gelbes. Es geht doch immer Schlag auf Schlag. Grün. Das ist auf jeden Fall cool gemacht. Bleib zusammen. Schon wieder gelb. Wir haben noch nie rot bekommen. Jetzt aber dafür. Schießen also die Kugeln zu gleichfarbigen zusammen. Die können sich auch gegenseitig zerstören, wenn sie halt die richtigen Farben haben. Gott, es kommt nur grün. Voll abgekatert. Echt? Blau. Gemein. Blau. Da hast du nochmal. Geschafft. Ich konzentriere mich gerade ein bisschen wegen dem Schießen. Ah! Das machst du gut.
Da ist auch noch gelb. Ja. Blau. Oh! Aber schön, wie ruhig er bleibt. Der Bär schon, ne? Ja. Lieber Bär. Der ist aber nicht so böse. Ein liebes Bärchen ist das. Gib mir gelb, Bärchen. Hallo? Ey! Das ist... Du auch mal dazwischen schießen. Achso, könnte ich ja. Ja, glaube ich. Das könnte ich, bestimmt. Habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe mich nur auf die Farm konzentriert. Wie du das machst, ist so cool. Richtig abgeschossen. Inori kann das. Naja. Das macht Spaß, das Schießen. Das Blau. Da haben wir eine ganze Ecke. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Den ganzen Tag rumschießen. Also mit solchen Kugeln meine ich. Müssen wir fast geschafft haben. Ah! Grün. Grün. Das passt. Grün. Oh, gelb. Wir bräuchten grün. Oh. Wir haben's. Ja. Oh nein, er ist gar nicht so böse. What's this? You've run out of flares. Well now, what a grand plot twist. I'm interested to see what you come up with. Ey, er hat ihn böse gemacht. Schon wieder. Ich will mal was gucken. Okay, ich glaube von den Sammelobjekten her sind wir ganz gut dabei. Eine fehlt uns noch. Wie, eine fehlt uns noch? Ich glaube... Oh, die haben wir. Aber ich glaube, von den Objekten brauchen wir... Na, mal gucken. Also hier ist gerade nichts... Ach so. Eine Maus? Bin ich mal gespannt. Was er machen wird. Will ich das sein? Süß. Hm. Er flitzt umher. Und er schnell. Und fesselt ihn. Und dann der arme Bär... No, ist eigentlich so viel hauschig. Thank you. At last my story is over. I don't have to ride this express anymore. My son Tommy has found his way home. Now our family is whole again. Ach so, der Hund war gar nicht Tommy, sondern der Vater. Ah ja, wir haben also trotzdem die Familie wieder zusammengeführt und der Sohn Tommy hat einen Weg nach Hause gefunden, aber das hier war der Vater. Okay, dann haben wir ihn jetzt wieder verwandelt. I didn't listen to all three stories. I thought it was a waste of time. But now, I finally have my own appearance and I'm going home. Good luck and goodbye. Auf Wiedersehen. Eine Gans. Frau Gans kommt zu uns. Lady Gretel, you managed to escape such an incredible situation. I'm quite impressed. Well, I hope you and your brother are ready to listen to your second fairy tale. Let me remind you of your time here. It's quickly running out. Meet your second storyteller. Bin ich schon sehr gespannt auf die zweite Geschichte. Ein neuer Fahrgast, eine neue Geschichte. Ich sollte besser genau zuhören, wenn ich mein Brüderlein und mich retten will. Das werden wir dann im nächsten Part tun und mit Frau Gans sprechen. Unser Brüderlein hat sich wieder einen Käse reingepfiffen und ich bin gespannt, was uns in der zweiten Geschichte erwarten wird und wen wir diesmal retten müssen. Wir bedanken uns wieder fürs Zuhören, fürs Zusehen, schön, dass ihr dabei wart. Tschüss! Macht's gut!